Hallo ihr Lieben, stellt euch vor, ihr könntet mit einer Nadel und einem Faden durch das ganze Jahr reisen. Klingt spannend, oder? Mit unserem neuen Nähbuch Nähen mit Buttinette – Zauberhaftes Patchwork ist das jetzt möglich. Auf 84 Seiten findet ihr 28 wundervolle Projekte, die euch durch alle Jahreszeiten begleiten. Wenn ihr wissen möchtet, was euch in unserem neuen Nähbuch so erwartet, bleibt dran! Unsere Näherinnen haben das Patchwork-Nähbuch mit viel Liebe gestaltet. Und ihr findet hier neben den ausführlichen Anleitungen mit mindestens 3 Detailbildern auch wieder viele Tipps und Tricks, mit denen euch das gewählte Projekt garantiert gelingt. Ganz vorne im Buch werden euch die wichtigsten Grundlagen und Begriffe erklärt und der Schnittmusterbogen in Originalgröße ist natürlich auch wieder mit dabei. Das Nähbuch habe ich euch übrigens mal hier unten verlinkt. Und ihr findet es natürlich auch in der Videobeschreibung. Lasst uns mal gemeinsam schauen, was es hier so alles zu entdecken gibt. Das neue Nähbuch ist wirklich der ideale Begleiter für das ganze Kreativjahr. Eines meiner Lieblingsprojekte sind zum Beispiel diese süßen Häschen hier aus unserem Quiltpaket Frühlingserwachen. Mit den drolligen Wackelaugen und befüllt mit Softblocks sind die einfach der perfekte Hingucker für die Osterzeit im Frühling. Für lange Sommerabende im Freien könnt ihr euch diese verspielten Boho-Windlichter nähen. Ich persönlich finde hier die Farbkombi aus dem Jadegrün und Honiggelb von unserem Quiltpaket Ginkgo echt super passend für den Sommer, aber ihr könnt natürlich jedes Quiltpaket eurer Wahl für die Projekte nutzen. In unserem Onlineshop findet ihr da garantiert das perfekte Quiltpaket. Ich habe euch die Auswahl mal in der Videobeschreibung verlinkt. Der Herbst steht ja meist so im Zeichen des Schulanfangs. Da haben wir dieses super praktische Pop-up-Stifte-Etui für euch. Durch das raffiniert eingearbeitete Coverteil könnt ihr das Etui nämlich nach oben und unten schieben. Richtig cool, oder? Das Etui gehört übrigens zu den aufwendigeren Nähprojekten, was ihr an dem Schwierigkeitsgrad erkennen könnt, der am Anfang jeder Anleitung abgebildet ist. Ja, und dann kommen wir auch schon zu meiner Lieblingszeit des Jahres, dem Advent. Und natürlich darf hier ein Adventskalender nicht fehlen. Ich finde die kleinen Glöckchen mit den Goldakzenten absolut bezaubernd. Und durch die kleinen Glöckchen, die hiermit eingearbeitet werden, klingeln sie auch ganz leise vor sich hin. Der einzige Nachteil ist hier wohl, dass man dann nicht mehr so unbemerkt vorzeitig den Adventskalender plündern kann. Ihr seht, egal ob Frühjahr, Sommer, Herbst oder Winter, mit unserem neuen Nähbuch Zauberhaftes Patchwork seid ihr wirklich in jeder Jahreszeit mit einem neuen Nähprojekt versorgt. Von praktischen Geldbeuteln und Schlüsselanhängern über hübsche Dekokissen, knallige Hinguckertaschen bis hin zur einzigartigen Deko für euer Zuhause, hier werdet ihr garantiert fündig. Schaut gleich mal rein, das Nähbuch findet ihr hier unten verlinkt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert unseren Kanal und verratet mir doch in den Kommentaren, welche Nähidee aus dem neuen Buttinette-Nähbuch euch am besten gefällt. Viel Spaß beim Schmökern und Nachnähen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.